Hier ist die Neopost Dada Serial Punk Show auf FSK 93,0, 101,4 im Kabel und 105,7 im südlichen Schleswig-Holstein. Albert Camus. Am 1. Januar 1960, also vor 50 Jahren, ist Albert Camus bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Grundanlass für viele Medien, sich mit Albert Camus von neuem zu beschäftigen. Für uns auch, aber durchaus vor dem Hintergrund, dass wir uns eigentlich schon lange und immer wieder intensiv und immer wieder sehr fragend, aber zumindest sehr inspirierend, anregend mit Camus beschäftigt haben. So ja auch du, Thomas. Wir begrüßen hier im Studio Thomas Ebermann, mit dem wir heute unsere Neopost Dada Surreal Punk Show sozusagen bestreiten werden. Thomas, du hast dich, nehme ich an, schon lange intensiv immer wieder mit Camus beschäftigt, vielleicht auch gestritten. Magst du uns etwas dazu sagen? Ja, so ein überragender Kenner seine bin ich nicht. In diesem Sommer habe ich irgendwie 6-8 Wochen Camus gewidmet, weil ich wusste, dass sein 50. Todestag naht und weil ich in meiner Reihe der Vers- und Kaderschmiede eigentlich schon immer mal einen Camus-Abend machen wollte. Und auch das Gefühl habe, vielleicht habe ich was wieder gut zu machen, denn zu Sartres 100. Geburtstag haben wir einen Sartre-Abend dort gemacht. Ich glaube, der war sehr klug, sehr gut und haben sehr stark in dem Streit schlechthin, der die Intellektuellen, die Linksintellektuellen der 50er Jahre bewegt hat, in dem Streit zwischen Camus und Sartre oder Camus und Sartres Zeitschrift Temps Modern, sehr für Sartre Partei ergriffen. Und dann dachte ich, na, vielleicht nochmal einen Sommer damit verbringen, ob das ein bisschen ungerecht war. Und war es ungerecht? Das ist schwer zu sagen. Das ist wirklich schwer zu sagen. War es ungerecht? In der Zeit, in der man lebt, wenn man sich selbst ernst nimmt, ob man Künstler ist oder politischer Theoretiker, muss man unbedingt schroff polemisieren, finde ich. Hat die Zeit nicht als Zeit entschieden? Natürlich nicht die Zeit, Zeitung, die Zeit, sondern die historische Zeit. Mir ist bei der Vorbereitung auf die heutige Sendung aufgefallen, dass der Biograf von Camus, Oliver Todd, also sehr vehement die Position von Camus verteidigt. Mir ist weiterhin aufgefallen, dass also in den Artikeln, die sowohl in den französischen Medien, also im Nouvel Observateur, in Libération, in Le Monde erschienen sind, aber auch die Artikel, die in der FAZ, die in anderen deutschen Zeitungen erschienen sind, wie auch im Tagesspiegel in der Süddeutschen, sich doch sehr positiv mit dem Wirken und dem Werk und dem Leben von Albert Camus auseinandersetzen, ihn sozusagen würdigen. Dazu werden wir später vielleicht auch nochmal ganz genauer, tiefer kommen können. Dass aber die beiden Biografen, beziehungsweise die Biografin Anne-Corinne Solal und Bertrand-Henri Lévy, die Sartre sozusagen auseinander bzw. vorstellen, porträtieren, doch schon beim Schreiben sehr auf Distanz zu Sartre gegangen sind. Also ist der Streit Sartre-Camus, wenn es denn einer war, und es war, meine These, war einer, ist der heute historisch entschieden? Historisch entschieden aus der Sicht von schlechten Autoren bestimmt sich ja immer so. Recht hat der, dessen Option sich durchgesetzt hat. Das ist dieses ziemlich triviale Rhythmus zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung. Wir wissen, Camus ist auf sehr schroffe Distanz, um nicht zu sagen Feindschaft, zur Sowjetunion gegangen und zur Kommunistischen Partei Frankreichs. Wir wissen zweitens, die Sowjetunion gibt es nicht mehr und die Kommunistische Partei Frankreichs ist vielleicht auf ein Sechstel ihrer damaligen Stimmen oder noch weniger geschmolzen. Also ist aus der Sicht eines blöden Positivisten einfach Camus derjenige, der Recht behalten hat, weil ihm der Erfolg ja Recht gibt.
Geht man so nicht ran, dann würde ich sagen, kann man immer noch sagen, da war Camus, der ja ein großartiger Literat ist. Wir wollen ja nun nicht alles mit politischen Meinungen zugleistern. Da hat Camus etwas gerochen. Da ist er auf einer Spur, die jeder Marxist ernst nehmen soll. Da verurteilt er den Marxismus zu trivial. Dass man ihn ernst nehmen soll, aber nicht in dem Sinne, weil die Sowjetunion untergegangen und der Kommunismus im Moment in jeder Couleur im Faschismus geraten ist, ist Camus jetzt der Held und Sartre jedenfalls für die Zeit seines Weggefährte der KP sein, sozusagen das Arschloch. Nein, das will ich nicht. Also Camus ist ja nicht nur auf Distanz zur Sowjetunion bzw. zu den Kommunisten gegangen, sondern Camus hat sich auch sehr dezidiert gegen den Surrealismus ausgesprochen. Er hatte seine Konflikte auch mit André Breton, sodass ich diese Fragestellung, hat er sich bewusst, unbewusst auch immer zwischen bestimmte Stühle setzen wollen, dass ich diese Frage doch auch nochmal wert finde, dass man darüber auch nochmal spricht. Und vielleicht machen wir... Ja, ich würde ganz kurz doch mir eine Sache nicht entgehen lassen, denn als ich dir gerade so zuhörte, Thomas, wenn man die Frage Camus selber stellen würde, wenn es denn noch möglich wäre, glaube ich, dass er als Erster sagen würde, ich glaube ja nicht an die Geschichte. Also er war ja ein vehementer Gegner von jeder Form von Historismus und würde wahrscheinlich insofern selber sagen, dass derjenige, der im Moment vielleicht die scheinbar bessere Position hat, in keiner Weise der sein kann, der Recht hat. Also ich glaube, insofern wäre es interessant, also mit Camus eigentlich zu denken bei dieser Fragestellung. Ja, das wäre interessant, weil Camus ist natürlich jetzt ein um seine große Schrift Der Mensch in der Revolte mal ein bisschen zu charakterisieren, ein vehementer Verfechter aller Ablehnung von historischem Determinismus. Nichts ist präjudiziert. Die Menschen, so weit ist der Existenzialist, müssen selbst ihre Befreiung wollen. Es gibt nichts, was ja im Marxismus auch angelegt ist, manchmal auch deterministisch überstrapaziert wurde, was das Proletariat bestimmt, revolutionäres Subjekt zu sein oder keine Determinante, die aussagt, dass irgendwann ja die Entwicklung der Produktivkräfte mit den Produktionsverhältnissen über Kreuz geraten müssen und deswegen eine unlösbare Krise des Kapitals ausbrechen wird. Das alles hat er abgelehnt. Ob man es so weit treiben muss, wie er im Menschen in der Revolte, würde ich bezweifeln, denn das auf unser Bewusstsein schon erheblichen Einfluss hat in welcher Art die Menschheit produziert, von welcher Technik wir umgeben sind, ob überhaupt eine Reichtumsproduktion möglich ist, die mehr als das bloße Überleben zu organisieren für ganz viele Menschen ermöglicht. Da würde ich sagen, ist er schwächer als Marx. Aber man kann trotzdem sagen, er kritisiert einen zeitgenössischen Marxismus, der sich völlig sicher gibt, dass die Reaktion das Rad der Geschichte nicht zurückdrehen kann, dass der Sieg gewiss ist, dass alle Rückschläge nur temporäre Etappen auf einem glorreichen Weg sind und ist da gut. Und das zweite große Thema beim Mensch in der Revolte, wenn ich das so verkürzen darf, ist ja sein ewiges Thema. Was passiert, wenn sich ein revoltierender Mensch oder eine revoltierende Masse durchsetzt? Das nennt man gemeinhin Revolution oder ähnlich. Wie gefährlich ist es, dass sich dann neue Machtstrukturen, ein neuer mächtiger Staat, eine neue Konstellation von Unterdrückung ergibt? Und auch da ist er oft ungerecht. Er ist ja oft sehr radikal pazifistisch argumentierend und
Es gab ja sowas wie eine Notwendigkeit, die Weißen Garden zu besiegen. Dabei musste man schon schießen. Aber er sieht sehr klar so etwas wie, was bedeutet es eigentlich, wenn die erhoffte Gesellschaftsformation mit kollektiven Eigentumsformen plötzlich sich dadurch auszeichnet, dass die Zahl der Todesurteile fast größer ist als in der normalen bürgerlichen Demokratie, und warnt davor und polemisiert dagegen. Da muss man ja auch sagen, dass sich Camus gegen die Gewaltexzesse der französischen Revolution, also gegen die Hinrichtung von dem König, natürlich auch Ludwig dem 16. vehement, also gegen die Hinrichtung von Louis dem 16. ausgesprochen hat. Ja, insgesamt ist, das hat ihn ja den Vorwurf, und wir sprechen das Wort jetzt gar nicht mal als Vorwurf aus, erstmal um zu denken, den Vorwurf eingebracht, er sei Moralist. Und unter Leuten, die sich dünken, Materialisten zu sein, ist Moralist immer ein ziemlich schweres Vergehen. Ich glaube tatsächlich, dass Camus einer der großen Autoren ist, die vor jeder Heroisierung von Gewalt warnen. Ich glaube auch, das ist so eine Struktur im Streit gegen Sartre. Wir werden bestimmt nachher zu Algerien noch kommen, aber so eine Struktur, wo Sartre dem Fanon so ein Vorwort schreibt, wo ja dieser berühmte Satz, nur ein toter Franzose ist ein guter Franzose, fällt. Oder auch, was du angesprochen hast, Camus' Auseinandersetzung mit den Surrealisten, ging es ja auch um solche Sachen wie, ich krieg's nicht genau wortgetreu auf die Reihe, aber die größte Aktion wäre mal, mit dem Gewehr auf den Boulevard zu stellen, genau, und in die Masse zu knallen. Ich glaube, dass man nicht über Camus sagen soll, er sei in jeder Situation gegen die Anwendung von Gewalt. Dann hätte er nicht so vorbildlich, so tapfer, so sein eigenes Leben gefährdend in der französischen Resistance mitwirken können. Oder hätte nicht so ein doch sehr glühender Anhänger des Bürgerkriegs, also der Linken im Bürgerkrieg in Frankreich, speziell der mehr oder weniger anarchistischen oder teilweise auch trotzkistischen Linken im spanischen Bürgerkrieg sein können. Die mussten ja auch schießen. Aber immer wenn es darum geht, ich habe jetzt einen Menschen in der Gewalt oder wir haben jetzt einen Menschen in der Gewalt, wir sind nicht mehr in der Kampfsituation, dann postuliert Camus, dann darf nicht mehr hingerichtet werden. Das hat natürlich, oder ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass für den Existenzialismus ja durch den Tod die Absurdität der Existenz bewiesen wird und er deswegen ein feines Gespür hat, wo das anfängt, etwas Menschenverachtendes, oh Gott, jetzt habe ich ein furchtbares Wort ausgesprochen, etwas Inhumanes zu transportieren, wenn man sich auf die Position zurückzieht, wo gehobelt wird, fallen nun mal Späne. Ja. Thomas Ebermann hier bei uns im Studio in der Neopostada Surreal Punk Show, und wir sprachen und werden noch länger sprechen über Albert Camus. Zunächst, bevor wir das tun und uns in die vielfältigen Verästelungen, die Albert Camus ausmachen bzw. von ihm ausgehen, einlassen, würde ich dich, Thomas, ganz kurz noch mal bitten, etwas zu der Lesung, die im Politbüro am 18., glaube ich, stattfinden wird. Das kannst du selber kurz noch mal ankündigen, bevor wir weiter sprechen. Ja, aus Anlass des 50. Todestages ein Abend zu Albert Camus im Politbüro am Steinlamm. Wer bestellen will, 280-55-467. Ich werde einen kleinen, aber wirklich nur einen kleinen Vortrag über Albert Camus halten, und Gustav Peter Wöhler wird Ausschnitte aus Der Fall lesen und die stumme Person
Der Fall ist ja so strukturiert, dass ein Schwätzer eine zweite Person nicht zu Wort kommen lässt. Wird Helmut Zuber sein, also ein toller Schauspieler für alle, die sich daran erinnern, dass die beiden mal einen Gendarmerieabend so fabelhaft gemacht haben. Den Fall haben wir ausgesucht, weil erstens ist es so natürlich ein bisschen auch der Zufall, dass eigentlich das die Schrift ist von Albert Camus, aus deren Anlass, wenn man das so sagen kann, Sartre und Camus sich wieder vertragen haben. Ich glaube, Sartre hier zeitlebens den Fall für die beeindruckendste Arbeit von Albert Camus und dann auch praktische Sachen. Das kann man wunderbar mit zwei Schauspielern machen, wobei nicht der eine nicht mal Text hat. Und so einen prallvollen Büchertisch geben für alle, die Lust haben, nochmal dies und jenes von Camus zu lesen. Ich selbst, um einfach mal zu schwärmen, ich finde Die Pest einen dermaßen großartigen Roman, dass ich das durch all die Jahre immer mal wieder verschenkt habe, wenn ich junge Leute hatte. Also ich dachte, ihr kennt vielleicht Camus nicht. Camus ist ja für Leute, die so alt sind wie ich, auch ganz oft ein Erlebnis aus sehr jungen Jahren. Dass man mit sehr roten Wangen Sartre und Camus gelesen hat und sich selbst auch natürlich all die existenzialistischen Emotionen vor Augen geführt hat oder Sinnsuche des Lebens. Eben die Zeit, in der man noch sehr frei und nicht so zweckgebunden rumphilosophiert, ist ja die von der blöden Psychologie immer geschmähte, so genannte Pubertät, anstatt endlich mal zu akzeptieren, dass danach meistens die Verblödung anfängt, weil man nicht mehr zweckfrei rumphilosophiert. Apropos zweckfreie Herumphilosophierung, ich habe hier ein Zitat, ich verrate aber noch nicht, von wem es ist, das möchte ich aber mal vorlesen. Also der Existenzialist, der ja immer auch erheblich bewusst Egozentriker ist, begreift bei aller Selbstzufriedenheit seine spezifische Gefährdung, die Ich-Bezogenheit, seinen eigenen Unernst, pendeln zwischen Arroganz und Defätismus. Er weiß, seine persönliche Freiheit, die ihm alles wert ist, verliert ihren Wert, wenn sie nicht die Freiheit des anderen ebenso ernst nimmt. Aber genauso mag er nicht leben. Er beschreibt die Motive seines Handelns und spricht sich schuldig. Er macht sich schuldig und genießt es und weiß um seinen Zynismus die allem Intelligenten innewohnende Gefahr. Komm, verrat jetzt. Also dieses Zitat stammt aus einem Artikel des ehemaligen SPD-Chefs Franz Müntefering. Und der hat zum 50. Todestages in der Welt am 4. Januar 2010 eine Hommage an Albert Camus formuliert. Was Franz Müntefering an Albert Camus fasziniert, ist dann auch die Headline dieses Artikels. Was ich, wie gesagt, spannend finde, ist, dass sich der SPD, der Ex-SPD-Chef Franz Müntefering für Albert Camus fasziniert zeigt, dass aber nicht nur die Sozialdemokratie sich für Albert Camus einsetzt, sondern auch der französische Staatspräsident Nicolas Sarkozy, der hat nämlich Ende letzten Jahres den Vorschlag unterbreitet, man solle Albert Camus ins Pantheon überführen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann es kommen, dass sich sowohl Sozialdemokraten als auch, wollen wir Sarkozy mal als einen Konservativen bezeichnen, für Albert Camus einsetzen? Ja, das ist eine spannende Frage, und zwar gerade innerhalb Frankreichs, wo Camus, und das wird auch in verschiedenen Artikeln, die jetzt gerade veröffentlicht worden sind, immer wieder fast verteidigt, manchmal auch etwas peinlich angesprochen. Camus wird ganz oft eigentlich für so einen Schriftsteller gehalten, eher für einen Schriftsteller als für einen Philosophen. Das ist eine große Fragestellung, inwieweit er als solcher überhaupt bezeichnet werden könne. Und zwar als Schriftsteller, der, naja, sich vielleicht in Horizont gerade mal eben so auf die Abiturklassen beschränken kann. Also dort ist er Lesestoff, hier in Deutschland ja auch. Ich glaube, L'Étranger gehört zu den, der Fremde, zu den Werken, die jede Klasse irgendwann mal lesen muss. Und insofern kommen da eher so leicht verächtliche Töne rüber, ist mir aufgefallen beim Lesen um den 4. Januar herum. Michel Onfray hat auf
diese Anfrage bzw. den Vorschlag von Sarkozy, Camus Überreste ins Pantheon zu überführen, im November reagiert und der Brief ist in Le Monde am 24.11. auch publiziert worden. Also einen offenen Brief an Sarkozy. Genau, und zwar zu dem Titel, mit dem Titel Monsieur le Président, devenez Camusien. Also Herr Präsident, werden Sie Camusianer, wenn man das so übersetzen kann. Und dort versucht er eben dieses für ihn durchaus exemplarische Missverständnis, das heißt die Vereinnahmung Camus durch das Bürgertum und die Politiker, die jeweils gerade an der Macht sind, irgendwie aufzuklären. Was ich interessant finde in diesem offenen Brief, ist, dass einerseits Michel Onfray sehr vehement für den im Moment, wie gesagt, oft geschmähten Camus in Frankreich Partei ergreift eigentlich. Michel Onfray, für die, die es nicht wissen, ist ein libertärer Philosoph, der in Frankreich im Moment sehr viel Furore macht und eigentlich versucht hat, die gesamte Philosophiegeschichte neu zu schreiben. Er hat das tatsächlich in Angriff genommen, publiziert eine eigene Universität, eine freie, jedem mit oder ohne Abitur zugängliche Universität aufzubauen. Also er ist da tatsächlich sehr konkret geworden. Und er sagt, dass Camus tatsächlich ein großer Mensch, ein großer Mann in seinem Leben wie in seinem Werk gewesen sei, insofern durchaus im Pantheon seinen Platz haben könnte, denn dort steht oben auf dem Ponton an die Großen, also für die großen Männer, damals Männer, heute als Menschen übersetzbar, die dankbare Heimat, das dankbare Vaterland steht über dem Pantheon. Also das wäre durchaus berechtigt, bloß natürlich nicht die Gründe, die Sarkozy anführt, um diese Überführung von Camus Überresten ins Pantheon zu rechtfertigen. Und er wirft ihm in diesem Brief eben vor, dass er Camus in keiner Weise gelesen hat, wie viele Franzosen eben tatsächlich nicht, sondern davon von dem glatten Bild, was von ihm übrig geblieben ist, dem glatten, schönen Camus, das ist vielleicht auch noch ein Thema, was man später ansprechen könnte, ausgeht, der im Grunde für jede Art von Politik irgendwo letztlich zur Rechtfertigung heranziehbar ist. Und er wirft ihm vieles vor, sowohl sein Amerikanismus, die Tatsache, dass er eben jeden möglichen und unmöglichen Staatschef, egal in welcher Weise er sich mit Machtverhältnis korrumpiert hat, einlädt und das eben sich mit Camus in keiner Weise irgendwo vereinbaren lässt. Und als letztes sagt er, ich übergehe die anderen Argumente, das würde uns zu weit führen, zitiert er eine anarchistische brasilianische Revue, in der Camus gesagt habe, le pouvoir rend fou celui qui le détient, also die Macht macht den verrückt, der sie innehat. Also letzter Clin d'œil zu Sarkozy hin. Dass diese ganze Debatte um Camus Überführung mittlerweile etwas veräppt ist, ich glaube, mehr oder weniger ad acta gelegt. Ich bin da aber jetzt nicht so genau informiert, ist jetzt eine andere Sache. Ja, soweit zu dieser Affäre. Und interessant finde ich eben einfach vielleicht auch so diesen Unterschied in der Rezeption Camus zwischen Frankreich und Deutschland etwas wahrzunehmen. Ja, also wenn man nur politisch rangeht und zunächst mal seine literarische Qualität weglässt, kann man sagen, also literarische Qualität, sowas kann Franz Müntefering nicht beurteilen, das Kindergarten. Aber dass Sozialdemokraten sagen, irgendwie ist das unser Mann, das ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Er hat sich sehr, 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 mehr als wohlwollend, hat Camus geradezu bewundernd sich geäußert über die skandinavischen Sozialdemokraten. Das schien ihm so als der angemessene Weg, den Menschen doch ein plausibel gutes Leben zu ermöglichen. Das ist so. Und es gibt gleichzeitig natürlich jetzt die jüngeren großen Anstrengungen, die auch zu treffen, aufzuzeigen, dass Albert Camus Kontakt gesucht hat, Zusammenarbeit gesucht hat zu den kleinsten, marginalsten, machtlosesten,
anarchistischen oder libertären, wenn es geht, libertär-pazifistischen Zirkeln in Europa. Also er ist ganz bestimmt nicht nur der Mann, der sagt, ein Staat aufbauen, wie die Sozialdemokraten das in Schweden tun, damit erfüllen sich meine Ideale. Dafür muss man sagen, hat er zu viel auch demonstrativ am Rande der Nobelpreisverleihung zum Beispiel sich mit sehr marginalisierten, nahezu im Kartoffeldruck publizierenden, also bei ganz schwacher Auflage publizierenden Anarchisten getroffen. Nun sind wir im Kalten Krieg und das macht die Sache, wir sprechen immer noch politisch, so kompliziert. Natürlich kann jeder jetzt sagen, Camus ist der Große, er hat bei den großen Manifestationen zugunsten der Arbeiter in der DDR oder wie man damals sagte, in der Ostzone mitgewirkt, 17. Juni 1953. Er hat zusammen mit Ignazio Silone oder Köstler oder so doch immer die Freiheit gegen die Diktatur des Ostens verteilt. Davon wissen wir aber auch, das waren teilweise im engsten Wortsinne vom CIA finanzierte Projekte. Es war also etwas Komisches, heute schwer Erklärbares in der Luft. Du sollst links sein und Anti-Sowjetunion, dann kriegst du eine Chance eingeräumt in dieser Gesellschaft. Es war zeitweise, als ich ein ganz junger Mann war, bestimmt unter Spiegelredakteuren auch noch sehr modern, Trotzkist oder Anhänger von Silvio, nicht Trotzkist, Stirner zu sein oder an Bakunin was zu finden oder Hauptsache ein klares Wort gegen den Hauptfeind. Da ist Camus ein bisschen drin verstrickt und daraus saugen Leute Honig. Umgekehrt gesagt, zu allen Zeiten, und das ist das Ungerechte, was ich, wenn ich jetzt lese, feststelle, zu allen Zeiten haben sehr kluge Leute, die überhaupt mit dem Stalinismus oder der Kommunistischen Partei weder literarisch noch inhaltlich allzu große Berührungspunkte hatten, sich trotzdem dieser beigeordnet. Walter Benjamin hat so eine Phase, wie wir wissen. André Gide hat so eine Phase. Sartre hat so eine Phase. Ach, ganz viele eigentlich, die in einer bestimmten historischen Situation zu der Auffassung kommen, dies ist vielleicht der Ort, der die Welt vor der totalen Barbarei behüten kann. Die sind oft dann böse in den Arsch getreten worden von den Parteikommunisten und von der offiziellen Ostblock-Literaturkritik und so weiter. Und dies möchte ich bis heute als eine nicht in jedem Punkt richtige, aber doch plausible Haltung einnehmen. Nun freut sich natürlich jeder sozialdemokratische oder bürgerliche Demagoge und hat ein einfaches Strickmuster. Camus ist darauf immer auf Abstand gewesen und das Postulat der Freiheit erhoben. Sartre hat bis 1956 sich die Hände schmutzig gemacht durch seine relative Nähe zur Kommunistischen Partei. So ein Klischee finde ich einfach widerwärtig. Man kann sagen, zwei Leute, die beiden stehen ja paradigmatisch, sind, und Camus ist da wichtiger, Bestandteil der französischen Resistance. Da arbeitet man wie selbstverständlich mit Kommunisten, mit Sozialdemokraten, mit Anarchisten zusammen. Man hat diese Zeitung Compas, und diese Zeitung Compas postuliert, glaube ich, im Untertitel vom Widerstand zur Revolution oder so ähnlich hieß der Untertitel. Und das hat sich als nicht tragfähig erwiesen. Einige wollten tatsächlich weiter und andere wurden zu Verteidigern der bürgerlichen Demokratie. Dabei ist ja jetzt Camus gar nicht den weitesten Weg gegangen. Also so ein super überzeugter Kommunist wie Malraux wird, glaube ich, nachher Kulturminister von de Gaulle. Also es war etwas zerfällt. Und in diesem Zerfallsprozess kommen die sich furchtbar in die Haare. Und ich habe vorhin schon gesagt, in der Zeit muss man so vehement polemisieren, wie die es getan haben. Wir hassen doch dieses universitäre Gesappel zum Thema. Wir alle wissen, dass wir
den Stein der Weisen nicht entdeckt haben und was ich hier habe, sind höchstens die Schemen der Umrisse eines ersten Entwurfs. Nein, da treffen wilde Polemik aufeinander, die auch ungerecht miteinander umgehen. Camus ist ungerecht gegen Sartre und seine Freunde, indem er sagt, ihr habt die Lager in der Sowjetunion noch nie verurteilt. Hatten sie doch. Sie wollten das nur nicht zur wichtigsten Konstituante ihrer Politik machen. Und die da zurückbeulen gegen Menschen in der Revolte, Sartre hat er ja erst einen jungen Autor vorgeschickt, die sagen auch Sachen, die gehen so nicht. Also der Vorwurf, Camus schreibe so schön, boah, was ist das für ein Schweinevorwurf? Oder der Vorwurf, Camus würde sich außerhalb der realen weltpolitischen Entwicklungen stellen und sei deshalb ein erfolgloser Don Quixote, würde man doch heute sagen, oh, lass das Argument mal stecken, ihr seid auch genug gescheitert. Also beide machen bestimmt, wenn man es jetzt akribisch nochmal nach, ihre Fehler, aber ich will sagen, dass sie so schroff polemisiert haben, zeigt nur, dass es leidenschaftliche Menschen sind. Aber wäre es nicht, da möchte ich nochmal einhaken, wichtig gewesen, wenn in Frankreich wie auch in Deutschland die Kommunisten oder die Linken frühzeitig auf Distanz zur Sowjetunion gegangen wären. Also die Surrealisten um André Breton haben diese Konflikte ja auch ausgetragen und Breton hat ja dann auch mal eine Zeit lang die Nähe zu Trotzki gesucht, sich dann auch mit Trotzki in Mexiko getroffen, sich mit ihm aber auch nicht so sonderlich gut verstanden und dann auch wieder das Weite sozusagen gesucht. Aber ist es nicht auch so ein Drama der emanzipatorischen Kräfte, dass sie eigentlich dass sie einfach zu viel Hoffnung in das revolutionäre Projekt der Oktoberrevolution gesetzt haben und eigentlich nicht das Scheitern früh festgestellt haben? Ist das nicht auch so ein Drama, an dem man verzweifeln kann? Ja, ein wechselseitiges Drama. Wenn man sagt, die frühen Jahre der Sowjetunion sind voller künstlerischer und literarischer Experimente, die erlaubt waren. Ich übertreibe, glaube ich, nur schwach, wenn ich sage, alles, was der Avantgarde angehörte, hat mit einiger berechtigter Sehnsucht in die Sowjetunion, speziell nach Moskau, Petersburg oder Leningrad, geguckt. Dort konnte man alles Mögliche machen. Und dann kommt diese furchtbare Wende. Ob ich jetzt das Wort Stalinismus sage oder was, es kommt die furchtbare Wende, wo der Sowjetstaat den Künstlern überhaupt ihr Experimentieren, ihre Freiheit, ihre andere Art des sich Artikulierens, eine andere Art von Wahrheitssuche, denn ein analytischer Artikel muss ja was anderes sein als ein Kunstwerk, verbietet. Und die Doktrin des sozialistischen Realismus oder wahlweise kritischen Realismus durchdrückt. Dadurch kommen natürlich alle, die künstlerisch interessant sind, in eine Bedrohung. Und einige von denen lösen das so, dass sie sich von den ästhetischen Kriterien, die da aus der Sowjetunion verkündet wurden und von der Sowjetunion anhängenden kommunistischen Partei gar nicht beeinflussen lassen. Aber sagen, als politischer Mensch muss ich an der Seite, nicht als Künstler, sondern als politischer Mensch an der Seite sein, vielleicht ist das die Kraft, die die Weltherrschaft Hitlers verhindert und so etwas. Also nehmen wir ganz paradigmatisch, weil das jeder kennt, Picasso. Picasso kann eigentlich nicht in oder am Rande der kommunistischen Partei existieren, weil sein Bild, das Guernica oder sowas berühmtes, widerspricht allen ästhetischen Anforderungen. Das ist abstrakt. Der wird in Moskau nicht ausgestellt. Sartre genauso, seine Romane gefallen den Leuten gar nicht. Er muss nur lesen, dass er ein verwirrter Nichtskönner ist. Das ist noch die Zeit, wo in der DDR Kafka nicht gelesen werden soll, weil er kein mutmachender Autor ist. Formalismus, also über die Form die Welt zu erklären, ist ungefähr der schlimmste Vorwurf, den man einem Künstler machen kann. Und trotzdem ist in dieser Zeit immer wieder Menschen, die so eine Spaltung machen, wie
Sartre oder Picasso finde ich als Beispiel gut, ein bisschen auch Brecht, und sagen, ich muss politisch bei denen sein, da ist was Emanzipatorisches, und künstlerisch dürfen die mir nicht reinreden. Heute, also einfach um dir auch recht zu geben, Kapi, heute steht man doch staunend davor, wie kann so ein Leon Feuchtwanger so einen kleinen Text schreiben, in dem er auch noch die Moskauer Prozesse legitimiert. Trotzdem möchte ich daran festhalten, dass er ganz bestimmt kein Stalinist war, sondern wirklich etwas nicht verstanden hat. Oder was du gesagt hast, der vorübergehende Eintritt der Surrealisten in die kommunistische Partei oder an den Rand der kommunistischen Partei, was dann ja geplatzt ist durch diese berühmte Ohrfeige und Breton gegen Ehrenburg war das, glaube ich. Das hat was Ehrenwertes. Es hat etwas Ehrenwertes zu sagen, ich weiß um die Beschränktheit der Möglichkeiten der Kunst, den Lauf der Welt zu beeinflussen. Ich suche deswegen Kollektivität, selbst mit Menschen, deren Auffassung ich nicht so schätze. Ich finde, das habe ich jetzt ja ein bisschen beim Adorno gerade geklaut, wie Adorno verteidigt, dass Walter Benjamin mal an den Rand der kommunistischen Partei geraten ist, ist sehr, sehr freundlich. Sehr freundlich, sehr verständnisvoll. Und in diesem Gemuse sind wir immer, wenn wir über Camus versus Sartre sprechen. Deswegen können Sie wieder Freunde werden. 56 bricht Sartre aus Anlass der Vorgänge in Ungarn mit der kommunistischen Partei. Und Sie können sich jedenfalls wieder annähern, dass Sie dann immer noch voller Ressentiments gegeneinander sind, ist dem Kenner bekannt. Also der Vorwurf der Eitelkeit und so etwas. Ihr hört die Neopost Dada Surreal Punk Show auf FSK 93,0, 101,4 im Kabel und 105,7 im südlichen Schleswig-Holstein. Albert Camus, wir sprachen mit Thomas Ebermann hier im Studio über diverse politische, philosophische Aspekte, merken, dass es endlos weit ist, dieses Feld. Und in der Zwischenzeit ist zu uns gekommen Gustav Peter Wöhler. Herzlich willkommen hier im Studio. Gustav Peter Wöhler wird am 18. Januar im Politbüro den Fall in einer szenischen Lesung präsentieren. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute schon einen kleinen Vorgeschmack, beziehungsweise ich glaube drei kleine Vorgeschmäcker bekommen werden. Genau. Ja. Ja, jetzt ist das Tischmikrofon auch an. Und genau. Und ihr hört Gustav Peter Wöhler hier live im Studio. Thomas Ebermann, KP Flügel und Jorin Resnikow am Mikrofon. Bevor wir uns aber jetzt dem literarischen Werk von Albert Camus etwas genauer zuwenden wollen, insbesondere dem Fall, wollten wir noch kurz die Frage Algerien evozieren. Ja, und da möchte ich aus Olivier Todds Albert Camus ein Leben, also aus der Biografie von Olivier Todd, ein, zwei Zeilen vorlesen. Und zwar schreibt er, das Jahr 1957 fängt schrecklich an für Camus. Das algerische Problem verfolgt ihn. Er ist von all seinen Familien isoliert und hat sich ins Abseits zurückgezogen oder ist dorthin verwiesen worden, wie immer man es halt eben sehen will. Er leide an Algerien wie andere an einer Lungenkrankheit. Und es gibt ja, was die Position von Albert Camus betrifft, ja dieses berühmte Zitat, und da spricht sich Albert Camus halt eben gegen den Terrorismus der algerischen FNL-Kämpfer aus, und er sagt sinngemäß bzw. genau, Camus Mutter könnte in einer Straßenbahn getötet werden, genauso wie Lucien oder die Forest, obwohl einige französische Intellektuelle, von denen einige besonders Sartre, Camus einst näher standen, zur Befehlsverweigerung aufrufen, verweigern lediglich einige hundert junge Franzosen, also den Dienst. Er selber, Camus, kann sich zu einer eindeutigen Position in diesem Konflikt scheinbar nicht bequemen. Und Camus wird ja auch vorgeworfen, er äußere sich zu Ungarn, zu Budapest, zur Intervention der russischen Truppen in Budapest, aber er schweige.
er schweige halt eben zur Unterstützung oder er verweigere den der algerischen nationalen Befreiungsbewegung seine Unterstützung. Wie seht ihr diesen Konflikt bei Camus? Ein paar Worte zu seiner Ehrenrettung. Er wächst ja in Algerien auf. Überhaupt nicht, wie die meisten Leute das denken. Wer Franzose ist in Algerien, ist Oberschicht. Mhm. Seine Mutter ist Analphabetin. Die haben Sorgen, satt zu werden. Also so arm sind auch französische Viertel in Algier. Und durch einige Zufälle schafft er das, was für diese Klasse, für diese Schicht gar nicht vorgesehen hat, aufs Gymnasium zu kommen. Es gibt dann zwei, drei Lehrer, die sein außergewöhnliches Talent entdecken. Sonst wäre er einer der Pied Noirs, die da mit untergegangen wären, vielleicht geblieben. Als sehr junger Redakteur dieser oppositionellen Zeitung in Algier oder in Algerien ergreift er wahnsinnig mutig. Die Zeitungen werden immer mal wieder verboten, konfisziert, müssen neue Titel haben. Partei gegen die Unterdrückung der arabischen Algerier. Ich sage jetzt arabisch, um etwas abzukürzen und nicht jetzt auch noch Berber und so etwas erwähnen zu müssen. Und er ist als junger Mann ja für, wenn ich mich richtig entsinne, 1,5 Jahre Mitglied der Kommunistischen Partei und verlässt diese, weil sie am Kolonialstatus von Algerien festhält. Mhm. Weil sie aus Gründen, die Volksfront nicht zu gefährden, eher daran festhält, daran wollen wir mal nicht rühren. Später, in einem großen Sprung in die Nachkriegszeit, gibt es eben die FLN und es gibt was für Camus kein Problem ist, die Grausamkeiten der französischen Kolonialarmee zu schildern, auch in Romanen und so weiter. Was ihn wirklich bedrückt, ist, dass Bomben auch auf den arme Leute Gemüsemarkt hochgehen. Arme Leute Gemüsemarkt hoch, arabische Algerier oder spanische, die da auch nicht so ganz selten waren, französische einkaufen. Und es entsteht eine Situation, in der eher jeder Linke sagt, wo gehobelt wird, fallen Späne, wir müssen solidarisch mit der FLN sein. Und wo es auch Texte gibt, die sich, ich sage das sehr vorsichtig, an der antikolonialen Gewalt berauschen. Ein solcher Text ist zum Beispiel der, als ich ein ganz junger Mann war, mich eine überragende Rolle gespielt hat, Franz Fanon, Die Verdammten dieser Erde, mit dem Vorwort von Sartre, wo der Satz fällt, nur ein toter Franzose ist ein guter Franzose, mit dem Postulat, dass überhaupt diese Übergötter, diese weißen Europäer getötet werden müssen, um afrikanisch oder arabisches Selbstbewusstsein zu ermöglichen. Da mag Camus nicht ran. Und er kriegt immer wieder Gretchenfragen. Bist du nun der Mann der Äpfel? Und so weiter und so weiter. Am Rande der Nobelpreisverleihung muss er da ins Audimax in Stockholm und wird so gelöchert. Was man sagen muss, er hat ein Konzept sich erdacht und ein Konzept sich auszudenken, wenn man machtlos ist, hat ja immer was. Ein Aspekt von Don Quixoterie. Er war ja auch in Algier und ist sozusagen von beiden Seiten in den 50er Jahren unter polemisches Feuer genommen worden. Die normalen Franzosen wollten, die Rechten, das bleibt unsere Kolonie, da sind wir die Herrenmenschen. Und die Anhänger der FLN wollten eher, nein, wir machen einen militanten nationalen Befreiungskampf. Und am Ende werden wir so etwas wie ein national homogenes Algerien haben.
Also die Franzosen, die mehrere hunderttausend, müssen hier weg. Mhm. Und dies weg müssen, ist ja immer eine Sehnsucht nach ethnischer Reinheit. Ist ja immer was, was als Rache später als was ganz Gefährliches hochkommen kann. Ich sage nicht, dass in jeder Situation immer alle bleiben können. Aber wenn du es einmal ethnisch sortierst und sozusagen so tust, als wäre jeder Franzose in Algerien ein wohlhabender Villen- und Plantagenbesitzer, lügst du auch. Und da hat er so ein Konzept entwickelt, es möge bei Frankreich bleiben mit totaler Gleichberechtigung der algerischen Araber. Und da hat er von beiden Seiten Feuer gekriegt. Von der Seite derer, die sagen, Kolonialsklaven können doch hier kein Wahlrecht kriegen. Ich glaube, jeder 20. Arabische Algerier hatte überhaupt nur Wahlrecht damals. Mhm. Und die FLN hat ihn als ihren Feind gesehen, weil er nicht bedingungslos diese Befreiungsbewegung unterstützt hat. Ich finde, es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu sagen, ob seine Idee großartig war. Sie lag historisch gar nicht in der Luft. Es war eine ausgedachte Geschichte, wo man so sagte, die hatte keine Fußtruppen, keine Bataillone. Aber dass man diese Sache aus einer Position insgesamt dem Vorgang der nationalen Befreiung kritischer gegenüberzustehen als in den frühen 70er Jahren nochmal nachgehen sollte und da nicht vorschnell sagen, dies war richtig, das war richtig oder auch nicht das Gegenteil sagen, Sartre war der blutrünstige Hund oder Fanon wollte Blut fließen sehen, das ist genauso absurd, sondern das sind suchende Leute, die sich furchtbar ins Gehege kommen und der Vorwurf war dann ja, dass Camus ein Kolonialist des guten Willens sei. Ich will in diesem Zusammenhang auch nochmal den Satz zitieren, den er ja bei seinem Auftritt vor den Studenten im Audimax gesagt hat. Es ist besser, im Unrecht zu sein und niemanden zu töten, als vor Massengräbern im Recht zu sein. Ja, das ist sein radikaler Pazifismus. Ich weiß, Camus ist ein Autor und ein Mensch, der, obwohl Aktivist der französischen Resistance, so einen Heidenrespekt hat vor der Tatsache, jemandem anders das Leben zu nehmen. Also ich glaube, um was ganz Übertriebenes zu sagen, Camus hat die Staatenwelt danach geordnet, die besseren Staaten sind schon mal die, wo es keine Todesstrafe gibt. So elementar war, wie viel Petition gegen Todesstrafe hat der gemacht und überhaupt nicht nach West-Ost sortiert oder wenn der Klassenfeind einen Kopf kürzer gemacht wird, dann sagen wir, hurra, das musste sein und wenn der gute Linke aufgehängt wird, empören wir uns, sondern er ist einer der ganz großen Polemiker gegen die Todesstrafe und das macht zum Teil ja auch sein Hass auf das Frankreich auf, das zum Beispiel ja mit Franco kollaboriert hat. Mhm. Frankreich kommt in die UNO. Entschuldigung, Spanien kommt in die UNO und Frankreich unterstützt das. Das ist Staatspolitik. Also nein, er ist wirklich im guten Sinne ein radikaler Pazifist und radikale Pazifisten neigen manchmal zu Idealismen aus meiner Sicht. Dazu würde ich ganz gerne eine kleine Anekdote noch liefern. Ich habe sie vorhin mündlich auch mal weitergegeben. Mir ist aufgefallen, dass bei Camus die Empfindung des Lebendigen, der Lebendigkeit des Lebens, klingt jetzt ein bisschen idiotisch, ich weiß, aber eine große Rolle gespielt hat. Also ich habe beim Lesen immer das Gefühl, dass er sehr, sehr physisch, konkret, er war ja auch ein sehr physisch empfindender Mensch, dass dieses Problem der Todesstrafe bzw. der Gewalt, der körperlichen Gewalt empfunden hat. Und da fällt mir ein, diese Anekdote in seiner Kindheit. Und zwar hat seine Großmutter zu seinem 8. Geburtstag ihm erklärt, jetzt wäre er ja groß, das heißt, er wäre jetzt schon fast erwachsen und deswegen könnte er jetzt mit ihr ein Huhn umbringen gehen. Dabei fällt dieses Wort umbringen und eben nicht schlachten. Und diese Szene des
Tötens eines Huhns, was uns absolut banal erscheinen mag, vielleicht beschreibt er ja auch in seinem letzten Roman eingehend, wo bei der Schilderung es so klar war, wird, wie sehr er das wirklich selber nachempfindet. Ich glaube, das ist insofern etwas sehr Realistisches und gar nicht einfach nur idealistisches Ding. Jetzt kommen wir zur literarischen Dimension von Albert Camus. Gustav Peter Wöhler wird uns eine erste Passage aus dem Fall lesen. Bis vor ein paar Jahren war ich Rechtsanwalt in Paris. Man kann wohl sagen, ein ziemlich bekannter Rechtsanwalt. Ich habe ihn selbstverständlich nicht meinen richtigen Namen genannt. Ich hatte mich darauf spezialisiert, die noblen Sachen zu vertreten, Witwen und Waisen zu verteidigen, wie man zu sagen pflegt. Obwohl mir diese Redensart nicht recht einleuchtet, denn schließlich gibt es ja auch Witwen, die Missbrauch treiben und Waisen, die wahre Raubtiere sind. Indessen genügte es, dass ein Angeklagter im geringsten von Opferhauch umwittert war, um die Ärmel meiner Robe in Bewegung zu setzen. Und was für eine Bewegung! Der reinste Sturm! Ich trug das Herz auf den Ärmeln. Man hätte wirklich glauben können, Justitia lege sich jeden Abend zu mir ins Bett. Ich bin gewiss, dass auch sie die Richtigkeit meines Tons, die genaue Dosierung meiner Gemütsbewegung, die Überzeugungskraft und die Wärme, die beherrschte Empörung meiner Plädoyers bewundert hätten. Zwei aufrichtige Gefühle leisteten mir große Dienste. Die Genugtuung, mich auf der richtigen Seite der Schranke zu befinden, und eine instinktive Verachtung der Richter im Allgemeinen. Na, am Ende war diese Verachtung vielleicht nicht ganz so instinktiv. Ich weiß jetzt, dass sie ihre Gründe hatte. Ich befand mich auf der richtigen Seite, das genügte für meinen Seelenfrieden. Das Bewusstsein des guten Rechts, der Genugtuung, Recht zu haben, das Hochgefühl der Selbstachtung, das, Verehrtester, sind Triebfedern, mächtig genug, uns Haltung zu geben oder vorwärts zu bringen. Berauben sie die Menschen dagegen dieses Antriebs und sie verwandten sie in wutschäumende Hunde. In meinem Berufsleben war ich wirklich untadelig. Dass ich mich nie bestechen ließ, versteht sich von selbst, aber darüber hinaus habe ich mich auch nie dazu bereit gefunden, selber derlei Schritte zu unternehmen. Was noch seltener ist, ich habe mich nie dazu herbeigelassen, einem Journalisten zu schmeicheln, um ihn mir günstig zu stimmen, oder einem Beamten, dessen Freundschaft mir hätte nützlich sein können. Ich hatte sogar das Glück, zwei- oder dreimal diskret und würdevoll die Ehrenlegion ablehnen zu können. Und eben darin fand ich meine wahre Belohnung. Und schließlich habe ich die Armen immer unentgeltlich verteidigt und dies nie an die große Glocke gehängt. Wie Sie unschwer ermessen können, hatte ich allen Grund zur Zufriedenheit. Ich sonnte mich in meinem eigenen Wesen und wir alle wissen, dass darin das wahre Glück besteht, obwohl wir zur gegenseitigen Beruhigung bisweilen Miene machen, diese Freuden als sogenannten Egoismus zu verdammen. Zumindest genoss ich jenen Teil meines Wesens, der so akkurat auf die Witwen und Waisen ansprach und so oft auf den Plan gerufen wurde, dass er schließlich mein ganzes Leben beherrschte. Ich liebte es zum Beispiel ungemein, den Blinden beim Überqueren der Straße zu helfen. Sobald ich von Weitem den Stock eines Blinden an einem Randstein zögern sah, stürzte ich herbei, kam manchmal um Sekundenlänge einer schon hilfsbereit ausgestreckten Hand zuvor, entriss den Blinden jeder fremden Obhut und führte ihn mit sanfter, doch fester Hand über den Fußgängerstreifen, zwischen den Hindernissen des Verkehrs hindurch, zum sicheren Port des gegenüberliegenden Gehsteigs, wo wir uns gerührt voneinander trennten. Desgleichen war es mir immer ein Vergnügen, einem Passanten Auskunft oder Feuer zu geben, Hand anzulegen, wenn es einen zu schweren Karren oder ein stehengebliebenes Auto zu schieben galt, der Frau von der Heilsarmee ihre Zeitung abzukaufen. Ich liebte es auch, dieses Geständnis will freilich nicht so leicht über die Lippen, ich liebte es, Almosen zu geben. Ein höchst christlich gesinnter Freund gab einmal zu, dass man als erstes Unbehagen empfindet, wenn man einen Bettler auf sein Haus zukommen sieht. Nun,
Mit mir war es noch schlimmer bestellt. Ich frohlockte. Ja, wir hörten gerade eine kleine Passage aus dem Fall, gelesen von Gustav Peter Wöhler hier im FSK-Studio. Worum geht es überhaupt in dem Fall, in diesem Fall von Albert Camus? Beziehungsweise, das möchte ich hier nochmal ganz gerne ankündigen, es geht ja um die Veranstaltung Der Fall Albert Camus am 18. Januar, 20 Uhr im Politbüro. Eine Lesung mit Gustav Peter Wöhler zum Fall Albert Camus. Und wenn ich jetzt das einfach mal so zusammenfasse, gibt es ja den Plot. Es gibt den Jean-Baptiste Clamence, der witzig und intelligent ist. Er ist scharfsinnig und sieht sich so als selbstironischen Beobachter seiner Schwächen. Seine Konversation ist angenehm, er argumentiert anspielungsreich und ist erlesen höflich. Und da gibt es Momente, da möchte man sich mit ihm, der einst in Paris als Anwalt der Armen und Gebeutelten wirkte, identifizieren. Und dann, später, sitzt er in einer Amsterdamer Hafenkneipe, berät Verbrecher juristisch und will kein, in Anführungsstrichen, guter Mensch mehr sein. Er ist ein Blender, Dauerredner, nur am eigenen Standpunkt interessierter Monologisierer. Er ist auch ein Schwätzer zum Thema Schlechtigkeit der Menschheit, die ihm erlaubt, jede Hoffnung auf Hilfsbereitschaft und Solidarität der Lächerlichkeit preiszugeben und seinen diktatorischen Fantasien freien Lauf zu lassen. Aber wie gesagt, er ist auch scharfsinnig und witzig, zieht seinen nicht zu Wort kommenden Gesprächspartner durchaus in den Bann. Darum wird es ja auch, und das ist ja sozusagen die Ankündigung der Veranstaltung, am Montag in der Veranstaltung im Politbüro gehen. Ist das so die Quintessenz? Da gucke ich jetzt auch nochmal Thomas an. Ja, Veranstaltung. Ich würde sagen, also es ist eine wunderbare Persiflage. Das Wort gab es wahrscheinlich zu Camus Zeiten noch nicht, auf Gutmenschentum. Mhm. Und es ist gleichzeitig ein strenger Verweis darauf, was passiert, wenn die Leute sagen, wir kommen ohne Moral durchs Leben. Mhm. Ja, so würde ich es auch sehen. Also ein Stück Literatur über das falsch verstandene Gutmenschentum, denke ich. Also die Art und Weise, wie man sich eigentlich eher Feinde damit schaffen kann, dass man anderen Menschen auf die Sprünge hilft oder ihnen hilft, wie auch immer, und eine Situation herbeiruft, wo es eher auch den Menschen, denen man helfen möchte oder denen man helfen will, zu viel wird. Und es gibt ja so gut Menschen, die gerade jedem Menschen, der Hilfe braucht, aber eben nicht die Hilfe, die dort die gegeben wird, zurückweist. Spannend bei den sogenannten Gutmenschen ist ja auch, sich die Frage zu stellen, wem wollen sie eigentlich helfen, den anderen, und vergessen sie dabei sich selbst? Nee, nie im Leben. Das ist ja das Brutale. Also jeder Gutmensch ist ja ein reiner Egoist, weil es geht ja in dem Falle, auch in dem Partei, den ich eben vorgelesen habe, dieser Mensch fühlt sich eben als der ganz Große. Also wenn er seinem Blinden über die Straße hilft, dann denkt er ja nicht an den Blinden, dass der vielleicht jetzt nicht auf die Fresse fällt, sondern es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass er das getan hat und anschließend sagen kann, ich hab's getan. Das ist ja der Punkt. Und das ist das Nervige, das zum Kotzen bei den Leuten. Nun ist das ja relativ am Anfang des Romans, die Stelle, die du gerade gelesen hast. Ne? Das Spannende bei dem Ganzen ist, das geht ja so weiter, dass Johannes Clemence, diese Figur, eben das selber so scharf reflektiert, also in aller Abgründigkeit reflektiert und lebt. Und worin besteht dann eigentlich der Fall? Weil der Fall lässt sich ja, im Französischen heißt es ja La Chute, auch da ist es doppeldeutig, wenn nicht dreifach deutig, auch in dem Sinne zu verstehen, dass es nicht der Fall dieses Menschen ist, sondern es ist eben auch ein Fall von oben herab. Könnte es der Rutsch sein? Ja, Frage an euch. Ja, wo spielt es? Das ist ja auch, also die ganze Geschichte ist ja eine Geschichte. Es ist ein langer, langer Monolog, aber es erzählt ja auch eine Geschichte. Die Geschichte dieses Falls dieses Menschen, dieses Herabfallens. Wo landet er? Ja, und es gibt eine Schlüsselszene. Ja. Das wird gleich die zweite sein.
Wenn man ganz wörtlich der Fall übersetzt, könnte man auch sagen, dieser so tadelsfreie Mensch versagt einmal ganz krass. Da fällt eine Frau ins Wasser oder stürzt sich ins Wasser, das bleibt offen. Und er greift nicht ein. Ja, aber die Art und Weise, wie er da schon wieder rüber denkt, ist ja auch schon wieder überlegbar, ob das jetzt so und nicht auch wieder ein reiner egoistischer Vorgang ist. Also er tut sich ja selbst so schrecklich leid dabei, Absolut. Dass einem ja schon wieder übel wird. Das ist interessant, dass du sagst, dass einem dabei übel wird. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen und wage es auch, das laut zu sagen, dass bei aller Liebe für Camus, und ich finde, dass er ein großartiger Schriftsteller ist, mir beim Neulesen des Falls diesmal wirklich nach ein paar Seiten wortwörtlich übel wurde und ich mir gedacht habe, Mensch, was für ein großartiger Schriftsteller, dass er das so rüberbringt, dass man wirklich am liebsten dieses Werk, ja, ich weiß nicht, wohin tun würde, weil es einfach unerträglich ist, dieser monologisierende Typ, der immer nur über sich selber redet, niemanden zu Wort kommen lässt und ja, so ging es mir. Ja, mir geht es ja auch so, aber ich bestehe in der Hoffnung, dass es sich hierbei eben auch um eine Reflexion, also eine seiner eigenen Denkungsweise, beziehungsweise ich sehe ihn nicht jetzt hier als, dass das eine biografische Abteilung ist hier oder so eine autobiografische Abteilung, also dass er eben, dass er diesen Menschen, ihr habt ja eben darüber gesprochen, auch wie Camus auch immer eben ein pazifistischer Mensch war und auch eben selbst das Huhn, das als das Töten eines Huhns als Mord bezeichnet. Ich hoffe doch sehr, dass es in diesem Fall eben um eine Form von Persiflage oder auch eine Form von Selbstkritik geht. Oder? Ja, bestimmt auch. Du liest ja jetzt hier im Radio noch nichts aus dem letzten Teil. Es geht ja auch darum, nachher wo der Typ sagt, wenn ich dieses Maß an Selbsterkenntnis und Selbstironie habe, dann darf ich auch despotische, diktatorische Gedanken haben, weil so klug über euch reflektieren, wie ich über mich oder ich über die Schlechtigkeit der Menschheit, könnt ihr nicht. Also bin ich geborener Führer. Aber dieser Kipppunkt ist noch weit entfernt von dem, was heute hier verhandelt wird. Magst du uns noch was? Aber gerne doch, ja. Nun denn, in einer Nacht im November, 2 oder 3 Jahre vor dem Abend, da ich in meinem Rücken ein Lachen zu hören vermeinte, kehrte ich über den Pont Royal aufs linke Seine-Ufer nach Hause zurück. Es war 1 Stunde über Mitternacht. Ein feiner Regen fiel, ein Nieseln vielmehr, das die vereinzelten Fußgänger verscheuchte. Ich kam eben von einer Freundin. Auf der Brücke erblickte ich eine Gestalt, die sich über das Geländer neigte und den Fluss zu betrachten schien. Im Näherkommen gewahrte ich, dass es eine schlanke, schwarz gekleidete junge Frau war. Zwischen dem dunklen Haar und dem Mantelkragen war ein frischer, regennasser Nacken sichtbar, der mich nicht gleichgültig ließ. Eine Sekunde lang zögerte ich, dann setzte ich meinen Weg fort. Auf dem anderen Ufer schlug ich die Richtung zum Place Saint-Michel ein, wo ich wohnte. Ich hatte schon etwa 50 Meter zurückgelegt, als ich das Aufklatschen eines Körpers auf dem Wasser hörte. In der nächtlichen Stille kam mir das Geräusch trotz der Entfernung ungeheuerlich laut vor. Ich blieb jäh stehen, wandte mich jedoch nicht um. Beinahe gleichzeitig vernahm ich einen mehrfach wiederholten Schrei, der flussabwärts trieb und dann plötzlich verstummte. In der unvermittelt erstarrten Nacht erschien mir die zurückgekehrte Stille endlos. Ich wollte laufen und rührte mich nicht. Ich glaube, dass ich vor Kälte und Fassungslosigkeit zitterte. Ich sagte mir, dass Eile Not tat und fühlte, wie eine unwiderstehliche Schwäche meinen Körper überfiel. Ich habe vergessen, was ich in jenem Augenblick dachte. Zu spät, zu weit weg oder etwas derartiges. Regungslos lauschte ich immer noch. Dann entfernte ich mich, zögernden Schrittes im Regen. Ich benachrichtigte niemand. So,
Nun muss ich aber. Ihr hört die Neopostada Surreal Punk Show auf FSK 93,0, 101,4 im Kabel und 105,7 im südlichen Schleswig-Holstein. Wir hörten soeben eine weitere Passage, die Schlüsselstelle aus Albert Camus' Der Fall, gelesen von Gustav Peter Wöhler, und wollen uns im Weiteren mit diesem Fall, dem Fall, welchem Fall eigentlich, weiter beschäftigen. Thomas, weshalb hast du den Fall ausgesucht für diese Camus-Veranstaltung? Ja, also, ich hätte auch die Pest nehmen können, aber es geht nicht unter 30 Schauspieler. Komm, da muss ich aber fragen, warum? Weil es ein Monolog ist, also. Ich habe wirklich das Gefühl, der Fremde ist so doll zum Kanon des Schuljahres vorm Abitur geworden. Und das ist, also du weißt ja, nichts ist schlimmer als Literaturunterricht, wenn man gerade darauf nicht steht. Und es sind wahrscheinlich Millionen von jungen Menschen durch den Fremden geprügelt worden und mussten entschlüsseln, ob das Zugeständnis, dass er keine Gefühle entwickeln konnte im Angesicht der frisch gestorbenen Mutter, die Bedeutung hat, dass von uns Konvention verlangt wird. Alles, was Deutschlehrer so kaputt machen können an Literaturenthusiasmus. Deswegen habe ich mich davor gescheut. Und habe ein bisschen mit dem Sisyphus geliebäugelt und mit der Kurzgeschichte der Künstler bei der Arbeit. Ja. Aber dann ist es daraufhin ausgelaufen. Ja, als Alternative hättest du ja auch noch die Tagebücher von Albert Camus, Tagebuch 1951 bis 1959 auswählen können, denn in den Tagebüchern bzw. in den Aufzeichnungen kommt Albert Camus als ein sehr zerrissener, als ein sehr melancholischer, wenn nicht sogar depressiver Mensch, als ein sehr sich einsam fühlender Mensch rüber. Und ich finde, das ist ja nochmal auch so ein Bild, welches die Öffentlichkeit, glaube ich, von Albert Camus so nicht zeichnen würde. So viel Geheimnis hat er daraus nicht gemacht. Also diese Interviews, warum er das Theater so liebt, handeln ja oft davon, dass er sagt, ach, wenn ich inszeniere und dann auch noch aufpasse, dass ich eine Nebenrolle spiele, fühle ich mich so lebendig. Dann bin ich im Kollektiv, dann erarbeiten wir was. Das finde ich ist nachvollziehbar, dass jeder Schriftsteller, der wirklich mit Sätzen ringt und so manchmal sagt, ich beneide so die Schauspieler und die Dramaturgen und die Regisseure, die, wenn es gut läuft, eine gemeinsame Erfahrung haben und zum Schluss auch sowas wie Abklatschen haben und den Stoff haben wir gemeistert und gut, dass wir in der Pause darüber diskutiert haben. Und dann hat er diese Sehnsüchte nach Einsamkeit, ganz eindeutig. Das sind eher die Texte, die treffen bei mir keine Ader. Ich kann diese Liebe zum Licht in Algerien oder zum Mittelmeerklima kann ich lesen, kann auch versuchen, sie zu verstehen, aber da ich leider so gestrickt bin, dass mein schönster Urlaubsort das nördliche Schottland wäre, komme ich hinter das Geheimnis emotional nicht zu. Der Fall hat ja viele Reaktionen zur Zeit deines Erscheins, ich glaube 1956 ist das Erscheinungsjahr gewesen, hervorgerufen, und du sagtest vorhin ja auch, dass Sartre sich nach dem großen Streit mit Camus ein erstes Mal wieder positiv auch dazu geäußert habe. Ist das ja nicht mit eventuell ein Grund, sich mit dem Fall auseinanderzusetzen als Werk, für dich vielleicht auch gewesen, denn ich glaube, diese Auseinandersetzung zwischen Camus und Sartre ist dir ja auch sehr wichtig, Thomas. Das stimmt, aber manchmal sind die Sachen auch, glaube ich, trivialer. 56 ist Ungarnaufstand. Bin ich geboren. Sartre bricht mit der kommunistischen Partei, mit dem Parteikommunismus, mit der Sowjetunion, und vielleicht
gewinnt er dadurch die Freiheit, wieder zu sagen, das ist aber ein sauguter Autor, was man aus übergeordneten Gründen vielleicht 5 Jahre verschwiegen hat, wegen politischer Gegnerschaft. Ich will mich darauf nicht versteifen, aber da so viel Autobiografisches immer in Literatur reingeheimnist wird, könnte das auch so sein. Ich musste nun so oft lesen, dass der Fall vielleicht eine Selbstkritik von Camus ist, weil er sich nicht genug um seine stark Rauschgift konsumierende sterbende Frau gekümmert hat und stattdessen pro bono. Ich habe auch 4-mal lesen können, dies sei das böse Porträt der Szene in den Cafés rund um den Montmartre, also auch ein bisschen gegen Sartre gespitzt, sozusagen die Frage, na, wollen wir sehen, was ihr macht, wenn wirklich Faschismus ist. Da konnte Camille ja immer sagen, habe ich nicht versagt. Mhm. Und ganz viele Schwätzer, die nachher gesagt haben, wir sind so weit links von dir, haben so viel nicht riskiert. Vielleicht ist es so, aber insgesamt möchte ich lieber die These verfechten. Ein gutes Stück Literatur ist gut. Und man muss nicht diese biografischen Ableitungen machen. Ich glaube, das ist eher eine Krücke für unbegabte Leute. Weiß ich nicht. Weil ich finde, ich glaube, das ist gerade im Fall von Camus einfach. Wenn man sich so ein bisschen mit seinem Leben beschäftigt, hat man das Gefühl, dass es gibt wenige Autoren meiner Meinung nach, die so dezidiert aus ihrem Leben herausschreiben, also aus ihrer Art und Weise, also was sie erlebt haben, was sie tun. Also das ist, finde ich, gar nicht hinein Geheimnis. Das finde ich sogar, wie soll ich das sagen? Also wenn man, vielleicht ist es meine ganz eigene Meinung, aber dass da viel von ihm biografisches und gleichzeitig auch jetzt hänge ich. Ich möchte das ein bisschen unterstützen. Es wird zumindest mal von Seiten der Literaturgeschichte, also Camus-Spezialisten, die sich im Einzelnen damit so weit auch beschäftigt haben, dass sie dann viele Zitate von Camus, die ich aber jetzt nicht zur Hand habe, das würde uns auch etwas zu weit führen, heranziehen können, um da viele Argumente zu stützen, die in diese Richtung gehen würden. Die Frage ist ja, was ist für uns daran interessant? Also was wäre das ein mehr oder ein weniger zu wissen, dass Camus selber da in dieser Figur des Johannes Clemens mit aufscheinend mitspricht. Also das ist ja die Frage. Ansonsten sind solche Fragestellungen. Das ist eine Frage, die ich mir eigentlich immer stelle, wenn ich ein Buch lese, wenn ich einen Autoren erlebe, wenn ich den entdecke. In wie viel ist von ihm persönlich und was ist jetzt reine Fiktion? Also was hat er sich jetzt ausgedacht davon? Und für mich ist ein großer Teil immer biografisch, nur wie das jetzt literarisch umgesetzt wird, das ist der Punkt. Im Falle von Camus, gut, es ist halt ein spannender Autor, der sein Leben war spannend und gerade mit seinem ersten Buch hier, was ich gelesen habe, Der Fremde, habe ich zum Beispiel eine Welt erfahren, die ich so nie kannte. Also weil ich halt mich eben auch so in 1926 geboren wurde und mich da mit dieser ganzen Algerien-Geschichte nie auseinandergesetzt habe. Und für mich war das durch diese Art von Literatur erstmal einen möglichen Zugang dazu zu finden, um mich dann da weiter mit zu beschäftigen. Und da finde ich, ist Camus einer dieser Autoren, die eigentlich, finde ich, in jedem Buch einem immer wieder auf etwas hinweist, was man weiterführen kann, politisch. Also egal, welches da ist. In jedem Buch entsteht eine Welt, eine politische Welt, die man neu entdecken kann. Also gerade finde ich, hört sich jetzt ganz schrecklich an für junge Menschen, weil ich habe Camus halt eben sehr früh gelesen. Also in der Schule, ne? In der Schule, ja, oder angefangen. Es ist nicht, er gehört nicht umsonst zum erzieherischen Kanon, ne? Also zur Entwicklung der politischen, literarischen Geschichte. Und da finde ich, weil er eben auch sehr gut zu lesen ist. Es macht Spaß, ihn zu lesen. Es ist einfach auch eine große Freude. Macht es Spaß, den Fall jetzt
vorzutragen? Ja, ja, bestimmt. Nein, ich freue mich da sehr auf den 18., weil ich finde, dass Thomas eine ganz wunderbare Auswahl getroffen hat aus den Texten dieses Buches. Und ich freue mich darauf, da am 18. das vorzulesen. Ja. Und ich bin auch gerne jetzt bereit, noch einen kleinen Text dazu zu geben. Genau, den Schluss, den kriegen wir ja nicht, ne? Weil Thomas möchte ja, dass alle Hörer jetzt am 18. ins Politbüro kommen, um sich dann auch die letzten Zeilen noch anzuhören. Also, dann hören wir. Dann kam der Tag, da ich es nicht mehr aushielt. Meine erste Reaktion war von blinder Heftigkeit. Wenn ich schon ein Lügner war, wollte ich es kundtun und den Dummköpfen meine Falschheit ins Gesicht schleudern, ehe sie sie selbst entdeckten. Einmal zur Wahrheit herausgefordert, war ich bereit, den Federhandschuh aufzunehmen. Um dem Lachen zuvorzukommen, verfiel ich also auf die Idee, mich der allgemeinen Lächerlichkeit preiszugeben. Im Grunde handelte es sich doch immer noch darum, dem Urteil zu entgehen. Ich wollte die Lacher auf meine Seite bringen oder zumindest mich auf ihre Seite schlagen. Ich gedachte zum Beispiel, auf der Straße die Blinden anzurempeln. Und die unvermutete heimliche Freude, die ich dabei empfand, verriet mir, wie sehr ein Teil meiner Seele sie verabscheute. Ich nahm mir vor, die Gummireifen der kleinen Invalidenrollstühle zu zerschneiden, unter den Gerüsten der Bauarbeiter dreckige Hungerleider zu brüllen und in der Untergrundbahn Säuglinge zu ohrfeigen. Von dem allen träumte ich und unternahm nichts dergleichen, oder wenn ich irgendetwas dieser Art vollbrachte, so habe ich es vergessen. Jedenfalls versetzte schon das bloße Wort Gerechtigkeit mich in seltsame Wutzustände. Ich war natürlich gezwungen, es in meinen Plädoyers weiterhin zu verwenden, aber ich rächte mich, indem ich öffentlich den Geist der Menschlichkeit verfluchte. Ich kündete das Erscheinen eines Manifests an, das die von den Unterdrückten über die honetten Leute ausgeübte Unterdrückung anprangern sollte. Als ich eines Tages auf einer Restaurantterrasse Hummer aß und ein Bettler mich belästigte, rief ich den Wirt, um ihn fortjagen zu lassen, und zollte der Rede dieses Rechtsvollstreckers laut Beifall, als er sagte: »Sie stören! Versetzen Sie sich doch gefälligst ein bisschen in die Lage dieser Herrschaften!« Und schlicht verkündete ich rechts und links, wie bedauerlich es doch sei, dass die Methoden eines russischen Großgrundbesitzers, dessen Konsequenz ich bewunderte, nicht mehr zur Anwendung kämen. Er ließ nämlich unterschiedslos alle seine Bauern auspeitschen. Die einen, weil sie ihn grüßten, und die anderen, weil sie ihn nicht grüßten, um eine Vermessenheit zu strafen, die er in beiden Fällen gleich unverschämt fand. Sicher finden Sie das kindisch. Und doch steckte vielleicht ein tieferer Grund hinter diesen Späßen. Ich wollte Verwirrung stiften und vor allem, oh ja, vor allem meinen schmeichelhaften Ruf zunichte machen, an den auch nur zu denken mich bereits in Harnisch brachte. »Ein Mann wie Sie«, sagte man mir voll Artigkeit, und ich erbleichte. Wir hörten eben eine weitere, leider schon letzte Passage, denn unsere Sendung geht langsam ihrem Ende zu, aus dem Fall von Albert Camus, gelesen von dir, Gustav-Peter Wöhler. Macht große Lust, mir jedenfalls, mir die Veranstaltung Politbüro, die szenische Lesung des Falls am 18. Januar. 20 Uhr im Politbüro anzuhören. Mhm. Und Karten gibt es noch unter der Telefonnummer, also Hamburg 040-280-55467. Ich wiederhole das nochmal, Karten, Telefon, Politbüro 040-280-55467. Und ich bin eigentlich auch schon sehr, sehr gespannt auf die Veranstaltung selbst. Und was ich spannend finde, ist so bei der Beschäftigung mit Camus und auch im Rückblick jetzt fast schon auf diese Sendung, dass eigentlich noch sehr, sehr viele Fragen offen sind, auch zur Person, zur Persönlichkeit von Camus, die eigentlich zwingend eine Fortsetzung notwendig erscheinen lassen. Warum nicht?
Okay, das ist ein Wort. Ich meine, dieses Gefühl hat man aber eigentlich bei jedem guten Autor. Ne? Ja, stimmt. Da gebe ich dir auch wieder recht. Aber warum nicht mehr Komödien? Ja, vielleicht dann treffen wir uns wieder zu einer anderen, weiteren Sendung zum Thema Camus. Vielleicht dann mit einem anderen, weiteren Werk. Auch hier haben wir natürlich, was den Fall angeht, nur einzelne Perspektiven aufreißen können. Denn wir sprachen eben noch mal, währenddessen die Musik lief, darüber, wie vielfältig die Perspektiven auch selbst in diesem ganz kurzen Werk, der Fall ist ja wirklich ein sehr, sehr kurzes Werk, sind und wie viel da passiert innerhalb dieses Monologes. Aber darüber können sich alle, die jetzt neugierig geworden sind, vor allem das gelesen zu hören, das ist ja doch immer ein riesengroßer Unterschied, so ein Werk selber zu lesen oder es gelesen, szenisch gelesen zu bekommen. Ich bin jedes Mal verblüfft, was ich selber dann höre, was ich vielleicht bei zehnmaligem Lesen des Buches selber nicht mitbekommen habe. In diesem Sinne finde ich das sehr spannend. Wenn einer von euch noch etwas loswerden will, dann hat er dafür noch 1-2 Minuten. Thomas, Gustav. Also nur ganz kurz, ich freue mich sehr auf die Lesung und ich freue mich schon jetzt auf euch alle, die ihr kommt und mithört und mit Spaß daran habt. Und mit dem Helmut Zuber zusammen wird das bestimmt sehr lustig und nicht nur lustig, nein, auch sehr interessant. Und ja, Helmut Zuber, der während der ganzen Veranstaltung... Der Ärmste muss die ganze Zeit stumm auf dem Stuhl sitzen und sich das alles anhören, was ich ihm da vorexerziere. Und ich meine, für die Zuschauer, die werden sich's auch anhören müssen, oder wenn sie es wollen. Aber sie können auch gleichzeitig der Zeuge sein. Ich muss das korrigieren. Helmut ist nicht stumm. Es gibt eine Anweisung von Camus. Lacht laut auf. Er lacht laut auf. Das ist ungefähr nach einer Stunde und 20 Minuten dann soweit. Das ist wie der Triangelspieler im großen Orchester. Aber ich habe mit Helmut schon mal eine Lesung gehabt zusammen und das war auch ein großer Spaß. Das ist ein wunderbarer Kollege und dass er das macht, finde ich toll. Ja, und ich freue mich, dass hier niemand stumm sitzen musste, dass wir auch durchaus beim und anlässlich des Themas der Fall Camus auch durchaus in Passagen gelacht haben. Ja, ich glaube, das war auch ist auch im Sinne von Camus, denn das Werk ist durchaus auch, irgendwo ist es ganz furchtbar, schrecklich und zugleich ist es unglaublich lustig an manchen Stellen und dann gibt es ja auch dieses höhnische Lachen, was ihn eigentlich auf den Weg bringt, aber hört euch das an, am 18.01. Politbüro um 20 Uhr. Dann sagen wir Tschüss. Danke, ja. Thomas und Gustav, dass ihr hier im Studio des FSK wart. Danke, dass wir da sein durften. Und so weiter. Und so weiter. Das Ganze auf 93,0, 101,4 im Kabel und im südlichen Schleswig-Holstein auf 105,0.